Also in Essen zu unterschreiben, dafür brauchte ich keine Überzeugung, sondern das war einfach das, was mein Berater mir in dem Moment gesagt hat, war einfach eine Geschichte, hier gehst du hin und hier spielst du vor ganz vielen Zuschauern und hier kann ganz, ganz viel bewegt werden. Mit Sicherheit ein gewisses Risiko, in einen insolventen Verein einzusteigen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Risiko war mir die Sache wert, weil wenn man sich genau anguckt, was hier ja, passiert ist, das ist einfach was für die Liga einfach unbeschreiblich ist. Es ist einfach eine super geile Saison mit super geilen Leuten, mit super, super geilen Fans einfach, die ja, ihresgleichen suchen. Wenn ich hier, sag ich mal, von zu Hause losfahre vor dem Spiel, dann freue ich mich jedes Mal wie so ein kleines Kind, weil ich weiß, du kommst da aus diesem Tunnel. Da stehen unglaublich viele Tausende von Menschen und freuen sich einfach darauf, dass wir da rauskommen und hier letztendlich das spielen können, was wir unser ganzes Leben lang gerne machen, halt Fußball spielen. Und dieses Gefühl, das ist, kann man einfach nicht beschreiben. Das ist einfach Emotionen, Nervenkitzel, Gänsehaut. Das ist einfach ein Gefühl, wo ich mich jedes Mal wirklich wie ein kleines Kind drauf freue. Für mich war klar, ich bin hier hingekommen, ich möchte mit dem Verein, mit den Fans, mit dem ganzen Umfeld der Mannschaft was Tolles aufbauen, was letztendlich zukunftsperspektivisch für alle was Tolles werden soll. Und ich bin einfach froh, hier zu sein, hier sein zu dürfen, vor dieser Kulisse spielen zu dürfen. Und ich bin froh, dass wir das Ziel geschafft haben. Im nächsten Jahr, denke ich, ist das Ziel einfach für mich, dass wir an die diesjährige Saison einfach anknüpfen können. Dass wir uns natürlich spielerisch komplett versuchen, an unseren Schwächen zu arbeiten, dass wir versuchen, die Fehler, die wir gemacht haben, zu optimieren und dass wir im nächsten Jahr halt eine gute Rolle in der Regionalliga spielen und vielleicht auch allen zeigen, dass das Rot-Weiß Essen wieder da ist und dass Rot-Weiß Essen wieder wer ist. Und dass halt alle denken, da kommt Rot-Weiß Essen mit einer Menge Fans oder wir fahren an die Hafenstraße und es wird nicht leicht sein, gegen diese Mannschaft zu gewinnen.